Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So. Genau, wir müssen das hier abliefern. Ich bin mir nicht sicher, was zwischen euch beiden ist, aber ich denke, es wird höchste Zeit, das Kriegsbeil zu begraben. Genau, Rivalität hat lang genug gedauert und wir nehmen das Friedensangebot mit. Ja, kann sein, dass ich mich gerade ein bisschen heiser anhöre. Aber ja, so richtig fit bin ich noch nicht. Aber wird. So, da müssen wir abliefern. Dann müssten wir, glaube ich... Ach so, das muss ich noch holen. Genau, wir sind jetzt über Tutki gekommen. Ja, holen könnte ich die Sachen erst in Kustovia. Dann kann man sie aber auch gleich bei uns daheim holen. Und hier ist aber auch noch eine Quest, sehe ich gerade. Hello there. Ja, kannst du mir bei etwas helfen? Kann ich dir bei etwas helfen? Du hast keinen Bauhammer. Okay. Kriegen wir hin? Das kriegen wir hin. Nix drin. Schade aber auch. Und ich muss echt mal gucken, unsere Landwirte alles tun, was sie tun sollen. Nicht, dass das da nachher dran scheitert. Dass die ihren Job nicht machen. Das hatten wir ja in der letzten Jahreszeit schon das Problem. Aber das kriegen wir raus. Gehen wir hier über Kustovia zurück. Und dann kommen wir ja auf dem zurück über, also hier wieder hin über Borovo hinten. Wie sieht's mit Banditen aus? Scheinen keine da zu sein. Okay. Also dann gehe ich hier den Weg lang. Gucken, ob wir da auch noch was finden.
Ja, die anderen Spiele werden diese Folge, diese Woche wahrscheinlich keine Folge kommen. Einfach weil ich ja noch nicht wirklich fit bin und mich jetzt dann gerade mal auf ein Spiel konzentriere, das ich aufnehme. Ich hoffe, dass ich nächstes Wochenende dann fit genug bin und dann wieder volle Kraft Folgen produzieren kann. Aber im Moment ist das leider nicht drin. Ich müsste mal einen Happen essen, ne? So. Ja, ich hoffe übrigens, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Das hier ist ja die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Zumindest soweit gesund. Noch nicht fit, aber gesund. Und der Rest wird auch noch kommen. Bin ich mir sicher. Das war ein Hornika hier, die Quest, ne? Ja, an Carolina müssen wir abliefern. Gucken wir mal, ob sie versöhnlich ist oder ob sie auf ihrem Kleinkrieg besteht. Gibt es so unterschiedliche Varianten. Die Konkurrentin kann man meistens immer gut, in der Regel gut überzeugen. Bei der Quest-Auslöserin mal so, mal so. Je nachdem, welche Antwortmöglichkeiten man hat. Da muss man immer ein wenig gucken. Ich weiß, es ist ein Umweg, den ich laufe, aber dann brauche ich an den Wölfen nicht vorbei. Und wir sind schmutzig. Dann sollten wir uns mal kurz waschen. Kriegen wir hin. Ach, die habe ich glaube ich schon gesammelt, ne? Ja. Pilsenkraut. Stimmt, hier ist auch noch immer einiges. So, hier muss ich mal was zu essen holen. Den Wein kann ich noch verkaufen.
So. Ach so, einen Hammer braucht man noch, ne? Was wollte der denn? Gucken wir gleich. So. Was für ein Hammer wollte der denn? Ein Kupferhammer. Den müssen wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, wir brauchen zwei. Zwei Kupfer und ein Stock, wenn ich mich richtig erinnere. Einmal waschen. So, dann liefern wir die Sachen gerade mal an Caroline ab und hoffen, dass sie sich versöhnlich zeigt. Dann können wir sie nämlich beide behalten. Hi. Ich komme mit guten Nachrichten zurück. Hat sie zugegeben? Nein, sie will die Rivalität zwischen euch beenden. Okay, sie wird nicht ruhen. Ah, sehr schön doch. Ziemlich gut gemacht, selbstverständlich nicht so gut, wie es bei mir geworden wäre, aber trotzdem. Schon gut. Ich werde versuchen, mich mit ihr zu vertragen. War mir ein Vergnügen. Sehr gut. Die zwei haben sich versöhnt. So, wir brauchen Kupferhammer und ein bisschen Fischfilet und Fleisch. So. Kupfer. Ein Stock, glaube ich. Und zwei Fischfilet und sieben Fleisch. Fischfilet. So. War doch richtig. Jawohl. Gut, dann müssen wir den Hammer noch machen. Kriegen wir auch noch hin. Und dann riskieren wir mal einen Blick auf unsere Felder. So, Moment. Da war ja was. So, Kupferhammer haben wir. Dann gehen wir nochmal gerade die Felder begutachten. Da
das alles geerntet wird, ob das alles vorbereitet wird. Das ist okay. Die kommt erst im Herbst. Das ist okay. Auch okay. Auch okay. Okay, okay. Okay. Alles okay. Da hatten wir ja ein großes Flachsfeld. Da sind sie noch dran, aber das ist gut. Geerntet ist es. So. Genau, ich wollte gerade noch mal einstellen, dass unsere Scheune auch noch Leinsamen macht. Den haben wir ja jetzt auch wieder. Passt. Dies Post. Ja, dann können wir die Sachen morgen abliefern, ne? Guten Abend, mein Schatz. Waschen uns vorsichtshalber nochmal. So. Und auf geht's. Bis zum nächsten Tag natürlich. Guten Morgen, meine Liebe. Wie steht's um unser kleines Königreich? Im Moment gibt's keine Probleme. Das hört man doch gerne. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt durch, liefern die Sachen noch ab. Und dann haben wir zumindest die Quests mal alle erledigt. Da hatte ich, glaube ich, schon geguckt, oder? Jupp, der ist leer. Naja, Versuch war es wert. Einen kleinen Versuch war es wert. Jetzt kann ich mal hier jetzt schon lang gekommen sind, diese Jahreszeit. Muss ich echt? Entschuldigung, hat gerade ein Glas in der Hand, damit lenkt es sich schlecht. Ja, und den hatten wir schon. Ups. Bin gar nicht da.
bin gar nicht da. Da hinten haben wir auch schon mal eine Kiste irgendwann gesehen. Scheint aber nicht da zu sein. Keine Banditen, so wie es aussieht. Ach, den hatten wir, glaube ich, auch schon geplündert. Dann waren wir das schon mal hier. Jupp. Dann waren wir hier schon mal. Ja, gehen wir über Borovo nach Branica, dann nach Tutki und dann den Weg hier am Flussufer wahrscheinlich zurück. Also hier könnte ich ja lang. Hier muss ich lang. Ja, bin mal gespannt, wo noch überall so Überfallpunkte lauern. Ich denke, die werden wir im Laufe der nächsten Jahreszeiten dann auch mal kennenlernen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Dann nehmen wir auch nochmal ein paar mit. Wenn sie gerade schon so am Rand rumstehen. Bietet sich das ja an. Ups. Tut mir ja leid für dich. Hast es nicht anders gewollt? Oh. Wolle, Wollgarn, Wollstoff, ja, war's. Reicht aber ja auch. Reicht ja völlig. Mal einen Wagen. Wollstoff. Knüppel. Guck mal, dass wir hier ein bisschen Luft hinkriegen. Das hat er was sehen. Scheint aber sonst nichts zu sein. Doch da.
Ein Eisenmesser. Ein Eisenmesser. Guten Tag, die Damen und Herren. So, dann können wir gleich die nächste Quest erledigen. Und dann uns auf den Weg zur letzten machen. Ich habe da nichts übersehen, aber das fragen wir gleich einfach die Leute. Entschuldigung für den Huster, da war ich nicht schnell genug. Normal versuche ich sowas ja zu muten, aber manchmal geht's nicht schnell genug. Der ist noch im Haus. Ein Podgan, hier. Dein Hammer. Vielen Dank. So, da müssen wir noch Münder stopfen. Sozusagen. Einmal nach Dudki. Sind süß, die Hasis. Ich mag die. Nehmen wir die auch noch mit. Einfach, weil sie es anbietet. Waren auch mal noch schöne Quests, wo es darum ging, Felder, Flächen für Felder frei zu machen. So. Da drinnen müsste es sein. So, hi Radogna. Jawohl, alles was du brauchst. Vielen Dank. Hi Herr, meine Gilda. Ist in letzter Zeit was Interessantes zu Ohren gekommen? Schön wäre es, in letzter Zeit war es wirklich langweilig. Gut. Goodbye. Heißt, wir haben alle Quests erledigt. Alle Quests erledigt. Oh, und ich muss gleich mal was trinken. Könnte jetzt natürlich schon mal... Gemüsesuppe essen, da ist zumindest mal ein bisschen was zu trinken dabei. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier links am Flussufer entlang. Das machen wir mal in der nächsten Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.